Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in der Red Sword zusammen mit Iosach 100. Hallo. Ja, hallo Leute, auch von mir. So, und wir befinden uns gerade hier unter dem Haupteingang der Feuerwehrwache. Wir stellen den Command-Block hier drin, drücken auf diesen Knopf, den Knopf und der Command-Block ist eine Uhr, die tickt, wenn ein Spieler in der Nähe ist. Denn heute wollen wir die Feuerwehrwache realistisch machen. Realistisch genau. Bedeutet nicht, oh, eine Stange, tot, sondern, oh, eine Stange, ich rutsche auch an der Stange definitiv runter. Was für uns bedeutet, dass wir etwas machen müssen. Glaube ich zumindest. Glaube ich auch. Und zwar müssen wir Effekte bzw. Command-Sachen nutzen, damit wir hier etwas langsamer runterfallen und nicht wie ein Stein auf dem Boden aufschlagen. Ja, das ist eine wahre Aussage. Nur ein bisschen schwierig in der Umsetzung, wie ich persönlich finde. Okay. Denn ich müsste eigentlich einen Command-Block hier hinstellen, der ganz, 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 ganz schnell dem Spieler diesen Effekt gibt. Aber ein Command-Block, der ganz, 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 ganz schnell was macht, ist ganz, 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 ganz nervig und ganz, 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 ganz lag verursachend. Und das ist ganz, 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 ganz gar nicht gut. Was ist, wenn du das unter der Erde machst? Das ändert ja also immer noch das Problem. Ich brauche aber dann hätten wir wirklich. Es wäre optimalst, wenn man hier Möglichkeit hätte, Druckplatten zu nutzen und dann irgendwie ein Redstone-Signal von denen abzuzweigen könnte. Ja, aber es ist halt ins Gebäude schwer einzubringen. Ja, es sei denn, der Janus würde sich dazu überreden lassen, hier Folgendes zu machen. Kannst du kein Auto-Detect mit dem? Ja, kann man, aber da muss der Command-Block, wie gesagt, ganz, 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 ganz schnell, ganz, 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 ganz viel machen. Das ist dann immer ganz, ganz, das sieht ganz, aber ganz doof aus. Sieht das wirklich so doof aus, was ich hier mache? Ja. Wirklich. Miep. Ja, ja, ist okay, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, dann machen wir es auf die Harte, machen wir es mit der Lag-Geschichte. Da wird es halt laggen. Kann ich halt auch nichts dazu tun. Wo haben wir das denn noch genutzt? Hm? Haben wir es schon mal irgendwo genutzt? Nein. Also das Problem ist, ich muss irgendwie diesen Effekt geben oder ich gebe den Effekt allgemein. Ja, ich kann es auch meinetwegen allgemeingültig machen. Gut, dann mache ich es allgemeingültig bei der Feuerwache. Ja, ist besser, als wenn wir hier dann die ganze Zeit Performance ziehen. Also, wir führen den Befehl jetzt an dieser Stelle aus in diesem Block. Und der Befehl ist Run Party, Effekt. Wir geben einen Effekt auf den Spieler und der Effekt, den Effekt geben wir an alle Spieler, die sich um wie viele Blöcke, sagen wir 20 Blöcke, um dieses Ding herum aufhalten. Der Effekt ist Slow Falling. Der Effekt soll 6 Sekunden lang dauern. Mit dem Amplifier 5 und die Partikel sollen nicht angezeigt werden. Amen. Amen. Das kommt jetzt hier an die Glock an und fertig. So, damit ist das Problem gelöst. Wie wir sehen, jetzt habe ich den Slow Falling-Effekt. Und wenn ich jetzt hier hingehe, dann wups, gleite ich hier langsam runter. Sehr schön. Und das hier können wir jetzt hier auch entsprechend wegmachen. Schleimblöcke klingen immer so widerlich, wenn man sie kaputt macht. Die sind ja auch schleimig. Wobei ein Schleim wird bald uns vielleicht in der Redstone World joinen und wir werden mit einem Schleim zusammenarbeiten können. Aber ein nettes Schleim. Ein nettes Schleim? Ja, wer ist ein nettes Schleim? Oh, das ist ein bisschen, wir sind gerade hier ein bisschen auf dem Mond. Oh, diesen Slow-Falling-Effekt. Wenn ich den Redstone-Stern baue, definitiv. Wenn ich den Redstone-Stern baue, definitiv. Im Weltall. Zumindest im Außenbereich, wo du irgendwie rausgehen kannst aus dem Schwerkraft-Generator. Da mache ich den noch langsamer, den Slow-Falling-Effekt. Da gebe ich dir. Ich geh mal die Treppe runter, Josef. Hm? Geh mal die Treppe runter. Mit Schwung. Ja, okay. Aber es ist halt. Ja, keine Chance. Das Pech müssen wir jetzt. Das ist die einzige Lösung, die wir es hier haben können. So. Genau. Jetzt fehlt noch die Glocke. Effekt Gift machen wir sofort. Give the Joker. Jetzt möchte ich mal ganz kurz ausprobieren. Und zwar Slow Falling für 30 Sekunden mit dem Amplifier. Was ist ein schöner Amplifier? Nehmen wir mal 20. True. Und Effekt Give the Jokercraft Jump Boost. Auch für 30 Sekunden mit dem Amplifier 5. True. So, jetzt bin ich auf dem Mond. Oh ja. Ja. Das ist Mond. Definitiv. Jetzt fällt sich Minecraft wie auf den Mond. Also man muss ich will auch. Ja, das will auch. Genau. Okay. Also ich muss mal kurz ein bisschen was irgendwie gefällt mit dem Amplifier noch nicht. Okay. So.
Da machen wir das einmal ganz kurz. Janus möchte auch, dann kriegt Janus. Warte, noch nichts machen, Janus. Moment, Moment. Ich muss dir mal eben kurz die entsprechenden Dinger geben. Okay, ab jetzt kannst du auch für 30 Sekunden Mond machen. Lol. Fühlt sich realistisch an, oder? Ich weiß nicht, ich war noch nicht auf dem Mond. Ach so, okay. Liebe Leute, wir haben außerdem noch was Cooles gemacht. Und zwar haben wir hier eine Sprinkleranlage uns überlegt. Ich finde die rechte Sprinkleranlage etwas besser. Die linke braucht ein bisschen länger, bis sie sich anschaltet. Die rechte hat mehr was von der Sprinkleranlage. Jetzt dürft ihr aber entscheiden, liebe Leute, welche Sprinkleranlage findet ihr schöner? Sprinkleranlage orange oder hellblau? Wir haben einmal hier die orangen und wir haben hier die hellblau. Und ihr schreibt das bitte einmal in die Kommentare. Welche Sprinkleranlage möchtet ihr im Flughafenbereich sehen? Die hellblaue. Die rechte. Die nee. Blaue. Nein, ich find, okay, dann sag ich, dass ich die Orange schöner finde. So, wir beeinflussen das. Ich finde, die Orange sieht aus wie so eine Regenwalddusche. Ah, du bist eine Regenwalddusche hier. So, also, Regenwalddusche. Kennst du nicht? Nee, kenne ich nicht. So. Echt nicht? Nein. So ein schöner Duschkopf, der so gefühlt 50 mal 50 cm ist und da nur so Tröpfchen wirklich rauskommen. Dass es sich anfühlt, als stehst du im Regenwald bei Regen. Und ach so, so eine Regenwalddusche. Ach, das ist... Kapaloris, ja. Kapaloris. Hallo, das kennen die Zuschauer doch bestimmt. Ach, Regenwalddusche. Schnickschnack, sage ich dir. So, hier oben kommt die Glocke hin. So, eine schöne Idee. Hier oben kommt die Glocke hin. Tolle Idee, Josef, ja. Warum? Wie? Was? Nicht toll? Nein, alles gut. Nein, alles in Ordnung. Ja, okay, ja, glaube ich dir nicht. Ich rette es nur ein bisschen vom Design. Ja, du rettest es vom Design. Ich rette dich gleich vom Design. So, also, dann, okay, wunderbar. Nein, Janus und ich, wir mögen uns. Wir sind eigentlich, kommen ganz gut miteinander klar, nur manchmal. Warum will die Glocke nicht? Die will nicht da dran gemacht werden. Böses Glocke. Warum geht die nicht da dran, die Glocke? Das ist ja dämlich. Die steht doch. Die ist doch auch vom Abblick eingependelt. Nein. Dann steht sie aber nur an zwei Seiten. Ich möchte, dass sie hängt. Aha, so, geht doch. Wunderbar. Jetzt musst du da noch was drauf schließen. Nö, das machen wir anders. Die Glocke wird von unten bepowert, nämlich. Also, die wird ja. Es ist ja auch möglich, das einfach so zu machen. Später. Alter. Ja, da geht auch sogar das Licht an und aus. Ja, also theoretisch, ja, genau. Theoretisch könnte man noch drumherum sowas hier machen. Ja. Ja, und dann haben wir unsere Bimmelim. Und dann haben wir auch den Alarm. Und wir haben den Alarm. Ja, also eigentlich eine Win-Win-Situation. Und eigentlich ist es nicht unüblich, dass Glocken nochmal in so einem Bereich drin sind. Das ist jetzt keine Kirchenglocke, ne? Aber das ist... Lass es doch mit Glas machen. Ne, es ist üblicherweise... Ja, Glas ist ein... Glas, bedenkt mal nach, Janus. Glas ist bestens. Glas reflektiert Schall am besten. Also du bist ja auch lustig. Der Alarm soll ja nach draußen dringen können, ne? Soundtransparentes Glas. Das gibt's nicht. Glas mit Löchern. Genau. Okay, also das würde funktionieren. Jetzt ist halt nur die große Frage, wie wird ansteuern den Kram? Okay. Also nicht A nach Wissen macht A, sondern A nach O. Ich habe keinen Plan, wie. Nee. Hier ist jetzt schon die... das ist ja dämlich. Alles dämlich. Alles Kapaloris hier. Gibt es kein Wireless Redstone, Josef? Ja, gibt es. Das nennt sich Cheating. Aber ich habe eine Idee. Es gibt immer den einen Trick, den man nutzt, wenn man am Verzweifeln ist und ein Redstone-Kabel nicht anschließen kann. Alles von Janus kaputt machen. Nö. Janus, hör auf, die Sachen hinzusetzen. Das ist... Der weiß genau, wie man einen auf die Beine bringt. Unten kann der Schall noch entlang gehen. Ja, gut. Janus isoliert eine Glocke komplett und wundert sich dann, warum die Glocke nicht klingelt. In Minecraft also. Klingelt sie trotzdem. Warum hast du oben das Dach weggemacht? Weil es ein Kabel geben muss, das hier auch noch zur Seite geht. Wir müssen an die Kabels denken. Rette die Kabel. So. Josef, was machst du mit dem Haus? Es ist schöner. Nein. Das sieht doch wirklich schlimm aus. Ja, dann zeig jetzt mal, wie gut du im Design bist und baue das hier in dein Design ein. Denn irgendwie muss der Glockenturm angeschlossen werden.
Das wird ja wohl. Ach ja, ihr müsst wissen, dass die Funktion noch nicht jetzt geht. Ja. Weil wir noch nicht in der richtigen Version sind, wo es möglich wird. Das Kabel da vorne stört mich ehrlich gesagt nicht. Die Glocke wird in der nächsten Minecraft-Version klingeln können. Wie, wann soll sie denn klingeln, die Glocke? Wenn man hier vorbeifährt oder? Immer. Immer. Nein. Können wir machen, wir können das immer machen. Wir können das, ja. Nö, eigentlich können wir es immer machen. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich habe eine witzige Idee. Schau her. Janus muss mir jetzt sagen, ja, was ich hier technisch baue. Das müsstest du hinkriegen können. Wir machen hier Quatsch. Einen Spender hin. Da kommt das hier dran. Ist das Hopper-Timer, ohne dass ich es gesehen habe. Und jetzt kommt ein Maikart. Und wir nehmen, und jetzt nehmen wir ein bisschen Wolle. Wir nehmen weiße Wolle, orangene Wolle, magenta Wolle, hellblaue Wolle, gelbe Wolle, grüne Wolle, schwarze Wolle und cyane Wolle. Die kommen jetzt alle hier ins Minecart in den Spender rein. Anschließend kommt hier das dran. Das und das dran. Dann das hier dran. Das ist auch volle Verstärker. So, dann so, dann so, so, so und so und so und so. Dann so und so. Und dann so. So. Ah, nee, nein, 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 nein. Was macht die Schaltung? Was macht die Schaltung? Jetzt muss Janus analysieren, was die Schaltung macht. Das ist meine kleine Hausaufgabe. Für ihn. Unterschiedliche Farben? Ich warte einfach, bis er drauf kommt. Du kriegst es hin, Janus. Keine Sorge. Es ist nicht böse. Es ist kein Fall. Bitte, bitte blenden Sie jetzt die Fahrstuhlmusik ein. Okay. Du schaffst es, Janus. Glaub an dich. Okay. Ja, du schießt halt random irgendeine Farbe in den Hopper rein. Okay, das ist schon mal ein Ansatz. Das Item im Hopper wird erkannt. Lässt die Glocke läuten. So, schön. Ja. Ja, ja. 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 Der Command-Block wird getriggert für den Effekt. Permanent. So, fertig. Keine Ahnung, sag es mir. Das ist ein Zufallsgenerator, der, wenn das Minecart rausgestößt wird, die Glocke aktiviert für einen Moment. Das heißt, per Zufall wird die Glocke aktiviert, während man sich aufhält. Es wird ja immer einmal ein Stück nach vorne gejagt und wir warten jetzt einfach mal ab. Und per Zufall kann es sein, dass die Glocke sich aktiviert. Deshalb werde ich jetzt auch noch ein paar Notenblöcke hinsetzen. Und unter die Notenblöcke werde ich Glowstone setzen. So, wurde die Glocke schon bereits aktiviert? Nein, ne? Doch, da, jetzt gerade ist sie aktiviert worden. Und damit ist auch gehört. Ja, weil... Jetzt. Ne, ist der Notenblock. Die Glocke soll ein bisschen länger arbeiten. Deshalb bekommt sie hier einen etwas verstärkteren Kondensator eingepflegt. Oh, ich habe immer noch hier den. Achso, den Effekt hat man jetzt immer, wenn man hier ist. Ja, ja, das können wir, sonst müssen wir den Effekt wegmachen. Wenn es dich zu hardcore triggert, aber eigentlich. Nee, ich denke immer, wenn man hier also ganz normal als Spieler ist und das ist ja nicht jetzt übertrieben groß, dann sollte das in Ordnung gehen. Mal gucken, dass wir hier. Ah, das ist natürlich jetzt schade. Schade. So, okay. Ja, moin. So, nein. Das, oh je, das Redstone ist immer eine Herausforderung, finde ich persönlich. Eine Herausforderung mit dem, was möglich ist und nicht möglich ist. Die armen Feuerwehrleute, die hier die ganze Nacht schlafen müssen bei dem Lärm. Okay. Ja, das ist mir jetzt wurscht. Jetzt ist es gleichmäßig. Das interessiert sich nicht für das Wohl. Ja, funktioniert. Und das wird immer per Zufall aktiviert. Hast du gerade die zugebaut? Genau. Wichtig ist, dass diese beiden Notenblöcke nicht zugebaut werden. Das heißt, die ja, müssen ja, irgendwie frei bleiben. Das ist wir kennen es von der Melonenfarm. Ja. Es ist ein rotes Glas sollte aber gehen, ne? Nein. Oder? Nein. Nicht, dass ich mach sie mal an. Wenn du noch einen hörst, haben wir es falsch gemacht. Ist an.
Ach krass, Glas, schade. Okay, ja, Glas ist dann immer noch zu stark für den Notenblock. Weil sonst hätte ich gesagt, hier, pass auf, können wir einfach hier sowas bauen. Dort ran. Nein, das sieht komisch aus, Josef. Ach Lass lieber was? offen. Sicher? Das sieht doch Ach Kakao komm, aus. dann machen wir das jetzt einmal ordentlich. Ich will das ordentlich haben. Ich will. Dann will ich das Ich ordentlich finde, so haben. ist in Ordnung. Nein. Wenn müsstest du rechts und links den Notenblock setzen, dann wäre es symmetrisch. Das geht aber nicht. Also es, doch, es. Ja, komm, das geht bestimmt. Wir kriegen es hin. Dann geht es nämlich optisch. Ja, hahaha. Womit du da gerade rum? Nein. Niemals. Oh Mann. Oh Gott. Nein. Nein, nein, nein. Janus, bitte nicht. Da muss noch Glowstone drunter, sonst klingen die nicht. Es klingt wie ein Telefonklingelton in einem Unternehmen. Das klingt wie das Telefon in der Zahnarztpraxis. Mach nochmal. Ich will nochmal hören. Aber dann lass uns bitte was Chromatisches machen. Bitte, lass uns was uns dann bitte ich dich chromatisch zu ein. Eins, eins, zwei, eins, eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, Nee, darf ich vier. nicht machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alter, Doch, das nein. hört sich gut an. Nein, das hört sich nicht gut an. Doch, das ermittelt genau das richtige Stressgefühl, was der Feuerwehrmann braucht, wenn er aufwacht. Das ist Janus. Wunderbar. Du bist ein wirklich sehr sympathischer Mensch. Die Feuerwehrleute werden Ich dich weiß. lieben. Vor allem die Feuerwehrleute. Pass auf, Kannst du jetzt den mal. Ton irgendwie noch nerviger machen? Ja. Also, wir können, weil bei Noten kann man alles machen. Tritonus ist immer sehr nervig. Das ist ein schöner Akkord. Das ist ein Major. Der Akkord gefällt mir gut, weil es ein Major ist. Bei echten Feuerwehrwachen ist es auch so, dass das mittlerweile, es ist nicht mehr dieser klassische Alarm, das ist eher ein sehr diskreter Ton. Ja. Warte mal, jetzt muss ich hier noch irgendwie. Na, nur den Ton. Warten Sie. Na, jetzt machen wir den Ton. Okay, dann haben wir nämlich einen vollen Ich Major. möchte, dass du Feuer von Jan Delay als Notenblock unten drunter baust. Wenn das dann getriggert wird, wenn es hier losgeht. Man kann es auch noch mehr machen. Man kann ja verschiedene Klangfarben jetzt einbauen. Also wir können ja, also mit Musik bauen wir. Ich weiß, wie du die Folge nennen kannst. Die musikalische Feuerwehr, okay? Feuerwehrwache Amadeus. So, gut. Genau, guck mal, haben wir doch einen Namen. Feuerwehrwache Amadeus. Aber das hat mit Mozart überhaupt nichts zu tun, weil so ein Major-7-Akkord ist etwas, was Ist nicht doch in der Klassik egal. vorkommt. Aber um ehrlich zu sein, triggert mich das gerade so übelst. Was ist ein bekanntes Mozart-Stück von Mozart? Hat er Na, eins über Feuer und Tod ach, geschrieben? ja, hat er in der Zauberflöte. Aber das ist Ja, so guck, dann nimm doch das. ein. Nein. Also, liebe Leute, ihr kennt ja alle von Mozart das Stück. Da 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 da. Alter, So, das ist jetzt. ich habe das. Der bleibt ruhig, der merkt es noch nicht mal. Wer von euch hat es gemerkt? Das ist nicht Mozart, das ist Beethoven. Nein. Hallo, das interessiert mich doch nicht. So. Ich weiß nicht, ob ich da Sieht's halbwegs noch eventuell. so aus wie im Na, ich Gebäudefeuer. überlege gerade, ob wir tatsächlich, wir können ja irgend so einen Witz machen. Also irgendein Interloop, den wir einsetzen dort, den wir dann abspielen. Na, Gott. Vielleicht fällt den Leuten ja was ein. Das klingt.];².//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 
so herrlich, das klinget so schön. Das ist ja auch echt hier Feueralarmsound mit Mozart. Das klinget so herrlich. Aber was das vermittelt die falsche Grundeinstellung meiner Meinung nach, Josef. Ja, aber was zum Beispiel, also Mozart finde ich zum Beispiel immer gut, wenn mal, keine Ahnung, liebe Kinder, wenn ihr euren Willen nicht durchgesetzt bekommt und eure Eltern wollen euch etwas nicht kaufen, ja, dann müsst ihr aus der Zauberflöte die Arie der Königin der Nacht abspielen. Die Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Da, 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 da. Okay. ja. Das kommt, das kennt wahrscheinlich die wenigsten. Doch, das ist dieses, wo Sängerinnen immer ihr höchsten Ton ausreißen. Dieses ra ra. Ah doch, das kann ja. Und dann schreien sie immer. So. Ja, es ist einfach super duper hoch. Okay, ich glaube, wir sind jetzt auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Die Feuerwache funktioniert an dieser Stelle. Die Feuerwache Amadeus funktioniert. Ciao, Leute. Ciao, ciao, ciao.